Ich bin Hermine Kirchner. Ich habe meine Zeit im Hasenbergl geht von, wie man hier lesen kann, von 1972 bis 2015. Und es ist doch ein langes Arbeitsleben, das ich hier verbracht habe in diesem Stadtteil und auch gerne verbracht habe hier. Und 1972 war die Olympiade und da hat mich die Beaufsichtigung einer Jugendgruppe ans Hasenbergl geführt, in ein Zeltlager. Und irgendwie fand ich das etwas außergewöhnlich und anstrengend auch, aber auch spannend, denn es gab hier viele Sinti- und Roma-Jugendliche, die auf ihre Weise damals Kontakt aufgenommen haben mit den Jugendlichen aus Frankreich. Und wir waren Studenten und hatten eigentlich, der Kollege und ich, eine große Herausforderung, wie wir jetzt damit umgehen, dass die sich irgendwie verständigen, sich nicht nur die Köpfe einschlagen, dass die auch zueinander finden. Dort hat uns damals in der Baracke noch im Freizeitheim der Leiter unterstützt. Guttenberger hieß der, glaube ich, Rudi Guttenberger. Und ja, und mich hat es nicht losgelassen. Ich bin von da ab immer wieder mal zur Betreuung ans Hasenbergl gegangen, habe während dem Studium als sogenannte Schulbegleiterin mal gearbeitet. Und dann 1990 hat die Pro Familia gesagt, wir bräuchten jemanden, der im Hasenbergl Schwangerenberatung macht, das ist eigentlich notwendig. Und dann habe ich gesagt, das mache ich, da gehe ich raus, ich kenne den Stadtteil und ich kann es mir auch ganz gut vorstellen, hier zu arbeiten. Und dann waren wir erst mit der Beratungsstelle in der Wintersteinstraße und dann kam eine Migrantenkollegin dazu. Und es ist immer so gewesen, dass man bei öffentlichen Stellen immer erklären muss, warum die Arbeit am Hasenbergl anders läuft als vielleicht in anderen Stadtteilen. Weil die Menschen manchmal mit ihren Schicksalen so beschäftigt sind oder weil sie einfach nicht so strukturiert sind, wie man das so in Behörden gewohnt ist. Und sie brauchen dadurch auch eine Unterstützung. Und sie sind oft nicht in der Lage, jetzt diese so strukturiert therapeutische Sitzungen zu begleiten oder zu kommen, sondern sie haben halt, sie kommen dann, wenn sie in Not sind und dann brauchen sie aber sofort und viel Hilfe. Und damit umzugehen und es in Bahnen zu lenken, das kann man im Hasenbergl meiner Meinung nach nur durch vernetztes Arbeiten, wo man mit anderen Stellen, ob jetzt städtisch, Caritas, Diakonie, andere Stellen, die auch damit beschäftigt sind. Und so gab es auch schon früh, was mich fasziniert hat, immer diese Arbeitsgemeinschaften hier. Ich glaube, die Mitarbeiterinnen von Einrichtungen haben erkannt, man muss überkonfessionell und nicht parteigebunden oder irgendwie hier arbeiten, für die Menschen da sein und gucken, dass man gemeinsam was auf die Beine stellt. So ist auch die Gesundheitsberatungsstelle der Stadt entstanden, nachdem man gemerkt hat, dass es hier zum Beispiel überproportional viele Kinder gibt, die bronchial- und lungenkrank sind und auch Erwachsene. Und dass das auch mit den Bauten zu tun hat und mit den Wohnverhältnissen. Und so ist auch entstanden, dass baulich was verändert wurde. Es gab dann später den Arbeitskreis Soziale Stadt. Dort habe ich auch für Pro Familia dann mitgemacht und als Abgeordnete des Arbeitskreises, wo Bürgerinnen und Bürger eingebunden wurden in städtische Pläne zum Beispiel auch und bauliche Veränderungen. Und es ist nicht einfach, auch Migrantinnen an solche Tische zu bringen und sie einzubinden. Aber über die Einzelarbeit habe ich erfahren, geht eine ganze Menge. Und man muss schon immer wieder feststellen, schon seit
nach dem Zweiten Weltkrieg, dass hier im Hasenbergl immer sehr viele Nationalitäten zusammengelebt haben. Also wir haben zum Beispiel im Jahr 1990 bereits festgestellt, dass 36 Nationalitäten hier in diesem Stadtteil miteinander auskommen müssen, nebeneinander leben und das eigentlich mit Unterstützung natürlich der Infrastruktur hier, der sozialen Infrastruktur, aber ganz gut auch geschafft haben. Und ja, dann im Jahr 2012 wurde ja dieses Kulturzentrum erbaut, errichtet. Und es war, glaube ich, ein guter Schub nach vorne und wurde auch gut getragen von dem Verein, von dem Bezirksausschuss, von den Stadträten. Und da war ich auch sehr dankbar, dass sozusagen vor meiner Berentung es mir noch möglich war, ein paar Jahre auch hier zu arbeiten, wo sich dann diese Kulturen auch treffen können in der Bibliothek und wo die Volkshochschule auch hier ist und wo sozusagen so ein zentrales Gebäude auch und so ein Platz entstanden ist.